Leute, wir rattern durch die Szene wie ein Presslufthammer-Kollega-Vergleich. Soul Link Nummer 2! Ja, Leute, Soul Link bei Pokémon Weiß, beziehungsweise Pokémon Schwarz. Ich spiele Weiß. Neo spielt Schwarz. Wir machen die gleichen Regeln wie vorher. Die Regeln haben wir schon im ersten Part von Platin erklärt. Wer die Regeln nicht kennt, hat wohl auch Platin nicht gesehen. Letzter Link in der Beschreibung zu der Platin-Nuzlocke Soul Link LP. Unfassbar gut ankam. Und deshalb dachten wir uns einfach, wir rasieren einfach komplett. Nehmen jeden die Szene. Scheiß Chicken Wings einmal auseinander, Alter. Wir sind real und spielen nicht die Release-Scheiße Top 100 Mario Party-Kacke, Alter. Sonst kommen wieder die Kommentare. Ihr könnt mich mal. Das hat Nintendo auch schon mal gemacht. Das hast du nachgemacht. Ich will so eine Scheiße nicht mehr lesen, wenn jetzt jemand schreibt. Noch einmal, ich block den Hurensohn. Dann raste ich aber aus. Ihr hört schon, es wird nicht normal. Hat keiner gesagt. Die Soul Links, also wir hatten ja nur eine, die war behindert und die hier wird auch behindert. Ich denke, wir haben alles gesagt, außer dass eine neue Regel, also eine alte Regel wird ausgelöscht. Jo. Ich wurde ja als, neues Spiel. Das ist nämlich inzwischen der fünfte Versuch übrigens. Jo. Und ja, Leute, weil wir immer beim ersten Trainer gescheitert sind, weil wir immer nur scheiß Pokémon hatten. Ganz ehrlich, wenn einmal das Loturzel die beste Entscheidung war, weil die anderen noch schlechter waren. Dann weiß ich auch nicht, was hier los ist. Also, selbst wenn ich jetzt einmal sterbe, es gilt bei mir nicht mehr die Ein-Leben-Regeln. Wenn ich kacke bin, bin ich halt kacke. Es wurde auch einmal rumgejammert. Also, das war auch vollkommen in Ordnung, dass ich immer so oft gefragt habe, was die Pokémon sind. Ich habe jetzt ein Poké-Wiki, also im Notfall kann ich da auch nachschauen. Ich spiele diesmal einen Jungen, du spielst ein Mädchen und nennst dich wie? Neronia. Alles klar, die Capture-Card ist natürlich am Start. Hier, das natürlich. Nehmen wir nicht anders auf. Nein, auf aber komischerweise Fall. Wird es so sein, dass wenn ich. Ich werde nämlich bald. Ich habe einen Gaming-PC, aber der musste zurückgesendet werden und der ist wieder auf dem Rückweg zu mir. Also, wir nehmen jetzt mal ein paar Parts auf, aber wenn ich den habe, dann ist die Qualität natürlich noch besser und ich kann noch besser Pokémon zocken. Ich bin einfach krass und ja. Tschüss. Ja, los geht's, oder? Ja. Ah ja, und für mich ist es ultra blind. Ich kenne nur Jesus und Ed. Ultra blind. Ja, für mich ist es ultra blind. Ich kenne nur Jesus und N, weil ich das am Anfang gesehen habe. Beim ersten richtigen Kampf bin ich einfach verreckt. Ja, genau. Und Nero ist gar nicht mal so weit gekommen. Ja, das stimmt. Ja, Leute. Die Soulink. Leute, lasst ein Like da. Die Soulinks. Jo, Leute, willkommen zu einem Video. Erstmal Like da lassen. Direkt erstmal ein Like am Start. Wir kaufen uns eh in die Trends, Alter. Wir können nichts verändern. Oh mein Gott. Professor Euschel, Alter. Ich stehe jetzt vor dem Geschenk. Werde aber noch ein bisschen zugelabert. Als ob, du laberst Scheiße. Natürlich. Wo bist du denn? Als ob? Wo bist du denn? Ich hab grad erst den Namen eingegeben. Du bist so eine Zange, Alter. Hey, du laberst mich grad so voll, 100 pro. Ja, oh, Giratina, nein. Nee, wir sind ja nicht Silo. Ja, ich kann das Geschenk jetzt öffnen, ne? Okay, krass. Nee, also wir sind halt nicht Silo. Sag ich jetzt auch so einfach ganz offen. Wir sind nicht die Leute, die... Man kann die Starter nämlich bei der Randomizer, ist natürlich Randomizer, modifizieren. Und ja, soll ich mir den ersten vielleicht schon angucken? Nee, ich warte auf dich. Ja, warte mal, das wäre nett. Ja, meine absolute Lieblingsedition, deswegen bin ich umso gehypter drauf. Ich bin einfach scheiße. Jo, genau. Wegen mir wird die Soul Link eh kacke werden. Nö, das macht's ja immer lustiger. Ja. Ja. Ist halt so, und auch die Soul Link, die Platin-Soul Link, ist halt so das Geilste auf meinem Kanal. Also bei mir jetzt. Und bald ist es das Zweitgeilste, weil das hier wird alles wegbetzen. Das hier wird alles ruhig! So BAM! So BAM! Alter! Bist du jetzt vorm Geschenk? Warte, die labern mich noch gerade ein bisschen dicht. Als hätte ich Wodka getrunken. Ich bin vorm Geschenk. Okay. Können wir drücken? Ja. Neronia öffnet zwei, das Geschenk. Eins. Bom. Oh! Warte, der nicht Brief. Schlecht! Endlich mal was Gutes! Was ist dein Zedra King? Oh mein Gott, das ist geil! Endlich mal was Geiles! Lapras! Ja!
Endlich mal gute Sachen, Leute. Vorher, ich hatte einmal die Auswahl zwischen Lotur, Zilparas und Safcon. Geil, ganz oder? Ehrlich, das ist jetzt auch endlich mal... Okay, du bist, ich gehe nach rechts, du nach links. Nee, ich gehe auch nach rechts. Lass mal einfach beides rechts. Nein, dann gehe ich nach links hier. Ja, okay, dann gehe ich nach links. 3, 2, 1. Bin rechts gegangen. Gladiantri ist cool. Gloink. Ja, ist jetzt nicht... Nee, Gloink... Ja, okay. Ist auch ein Starter, ne? Ja, Floink ist auch ein Starter. Ist der Starter der Gen. Ja. Gladiantri, Cesurio ist ultra krass, aber das entwickelt sich auf 52. Und Kamaup. Und? Und? Tanpinyong. Ja, ich nehme Zedra King. Ja, ich nehme Lapras. So. Ja, nice. Jawohl. Paar, Alter. Erste Paar. Beides Wasser, also das ist natürlich auch immer Geschmackssache. Ich finde, das macht die offizielle Soul-Link-Regel ist ja auch, dass man nicht die gleichen Typen nehmen darf und so. Ach komm, das ist doch scheiße! Das ist eine dreckige Regel! Pfui! Müll! Pfui! So. Endlich mal ein gutes Pokémon, Alter! Und wenn jetzt Lapras nur Arsch lecken kann, dann geh nach Hause, Alter! Bitte! Wenigstens Aqua. So, ich kann nicht mal nachgucken. Was? Ich weiß, ich werde zwar gleich das Mu. Okay, ich werde doch. Citraking, Alter! Ein Pixie, oha. Krass. Sie hat einen Schallquap. Was? Ah, ist Müll. Ja, das ist richtiger Müll, Alter. Boah, Lapras sieht so cool aus. Boah, Citraking, ey. Nice. Gesang, Heuler und Aquaknarre. Blubber, Rauchwolke, Silberblick, Aquaknarre, immerhin. Ja, läuft. Step. Oh, das macht gar keinen Schaden. Alles klar. Ja, das macht gar keinen Schaden. Oh, ach, der ist ja auch Wasser. Oh, lol. Ah, lol. Wie gesagt, es ist ja nicht schlimm, wenn wir jetzt hier abkacken, weil, wie gesagt, die Challenge beginnt erst, wenn wir Bälle haben. Ja. Alter, der ist jetzt Metronom ein. Metronom-Battle. Hausbruch? Bist du gestört? Juckt ja eh nicht eigentlich. Ja, weil trotzdem, das ist ja... Hallo, bist du dumm? Der kriegt einfach Hausbruch, das ist ja... Ja, okay. So, und du kennst ja hier bei der ersten Route, ist das ja so, das konnte man, also man konnte in Platin das so machen, bevor man den ersten Encounter, also ins Gras geht, war das ja so, dass man vorher noch Pokebälle kaufen kann. Hier ist das Glückssache, weil man kann im Gras erwischt werden. Ja, das ist mega und kacke. Und eventuell muss man dann beim ersten Encounter gerade mit 5 Pokebällen rauskommen. Ja, das stimmt. Bisschen kacke. Weißt du, was der gerade eingesetzt hat? Der hat eine K.O.-Attacke eingesetzt. Alter. Getroffen? Nein, aber... Alter, das ist krass. Duplexi. Okay, das tötet mich. Tötet mich, glaube ich, ne? In die nächste Dimension. Bitte nicht, ich will Lapras... bitte nicht, denn ich will feiern! Ja, okay. Juckt ja eigentlich nicht. Ja, nee, aber Erfahrung ist... Stell dir vor, diese Kämpfe würden mitzählen. Das wäre mega kacke. Ja, Alter, 320 Erfahrung. Lapras, nice. Ist ein männlich. Ich habe ja schon auch in meiner Top-List damals gesagt, in der... Eistop-List, dass Lapras eines der schönsten Pokémon ist für mich. Und das gefällt mir. Ich muss mal gucken, ob mein Zedraking männlich ist oder weiblich, weil du kennst ja so ein. Ich habe ja so einen gewissen Namen immer genommen, ne? Und wenn Zedraking männlich ist, dann weißt du, wie ich das Pokémon benenne. Ja. Ein Lapras braucht unfassbar viele Erfahrungspunkte. Wieder ein Wasser-Pokémon. Ja, Wasser-Pokémon. Vorstelka. Okay, ja. Es ist. Männlich, das heißt, ich nenne es Seedrox, aber mit Z, mit D und GS am Ende. Also Leute, ihr habt ja auch keine Ahnung, von wem ich da spreche, wenn ich sage Seedrox. Nee. Es gibt ja keinen, der annähernd so heißt, noch annähernd so geschrieben wird. Nee, deshalb nicht. Nein. Okay. Haben wir keinen Plan, deshalb wird Citraking Seedrox heißen. Ihr werdet dann sehen, wie ich schreibe. Und ja, kann mir auch keiner für anzeigen, aber na, komm. Ja, das stimmt. Der Typ, der eigentlich hinter dem echten Namen sitzt, der hängt nämlich in seiner Freizeit im Kino ab und naja, eigentlich, er saugt mit seinem Mund die Krümel aus diesen Ritzen der Stühle? Nein, das nennt man nicht Stühle. Ey, ich hab verkackt. Was cool. Labe. Also ich hab keine Ahnung, von wem Nero da redet. Ja, okay, ich hab nicht verkackt.
Ja, ohne Schmerz. Ja, also der saugt halt mit seinem Mund so wie so ein Staubsauger. Die ganzen, diese ganzen Chipsreste und Popcornreste aus diesem Sessel. Ja. Das ist mal ein Mann, oder? Ja. Sehe ich genauso. Jo, verwirr dich mal bitte selber, du Affe. Oh, wie süß dieses Geräusch ist von Labras, Alter. Aber immerhin ja, ein gutes Pokémon. Ja. Und weißt du was, es kann jetzt wieder Stunden dauern, weil ich habe einen Ninja-Turm vor mir und ich kann es nur mit sehr effektiven Attacken. Oh, nein! Aber ich habe Konfustrahl, das heißt, wenn er sich selber trifft, dann RIP. Ja, wenn du stirbst, ist eigentlich gut, weil Ninja-Turm... Ja, Ninja-Turm, wenn er sich jetzt trifft, dann... Er hat sich getroffen. Er ist tot! Opfer. So, Cheren, das Emo-Kind, wurde besiegt. Ja, und Belle ist ja wie Navi ungefähr so... Hey, listen, ha! Ja, ich kenne das Spiel hier überhaupt nicht, außer die ersten 20 Minuten. Und ja, die kenne ich mittlerweile auswendig. Ja, kann man so sagen, ja. Weil wir 20 Mal hier neu anfangen mussten, weil wir am Anfang immer nur Scheiße bekommen haben und ich direkt beim ersten Trainer verreckt bin. Ja. Meine Mutter guckt hier gerade, ja... Was guckt die RTL? Ja. Also, 9 Live hast du? 9 Live, 9 Live, genau. Und ich mache jedes Mal denselben Fehler, und zwar gehe ich erst immer nach oben und nicht nach unten, obwohl ich inzwischen weiß, dass ich erstmal nach unten muss. Hallo meine Tochter, ich guck gerade 9 Live und versuche da anzurufen, obwohl ich eh nicht durchkomme. Ja. Glaube ich dir, ey. 9 Live, Alter. Jo. Also wenn du einen Staubsauger brauchst, da, der saugt dir den ganzen Boden ab. Das muss raus, Alter, das muss raus. Ja, das muss auf jeden Fall raus. Oh Mann, beim ersten Part direkt wieder richtig geile Zensurenarbeit. Cheren, Alter. So, wie willst du dein Pokémon denn nennen? Labras, Alter, das ist so ein schönes Viech. Wäre das Ding weiblich, hätte ich einen Namen, aber jetzt ist es männlich, deswegen habe ich keinen Namen. Ja, Mann, nee, du kleine Hure, Alter, du willst rausgehen, Mann. Ich geb dir Kokschen. Ja, das ist eine Beleidigung für Labras, Bekir, Alter. Bekir, ja. Okay, also, so nenne ich mein Pokémon. Leute, könnt ihr nicht sagen, dass das irgendwie eine Beleidigung oder so ist? Also, warte. Achso, ihr seht ja gar nicht, was ich da eigentlich habe. Ich hab ja auch gar keine Ahnung, was für ein Wesen das Ding hat. Kühnes Wesen. Alter, kühnes Wesen. Geiler geht's nicht. Alter. Sehr gutes so. Wesen. Hat zwei Orbs, aber ja, also wenn wir jetzt hier... Bist du mit Zidrox als Spitznamen zufrieden? Also Leute, ihr könnt mir nicht sagen, dass ihr dahinter eine Person kennt. Nein, ja, natürlich nicht. Zidrox erkennt... Kenn ich ein keiner. Projekt in einem Jahr fertig. Das ist, ja, das ist Zitrone, ja, der ganze... Ja, Mensch. Natürlich. Ja, pfui, Professor Esche ist auch gerade da, Professor Eumel, Eunuch. Ich glaube, die Esche, die steht auf richtig fette Schwänz. Ja, ich möchte gerne einen Spitznamen verteilen. Weißt du, was ein Eunuch ist? Männliches Labras. Weißt du das? Was ist? Was ein Eunuch ist? Nee, keine Ahnung. Piep das am besten raus. Dann fangen Leute das an zu googeln und dann ist nicht schön. Ja, sollen sie doch. Ist doch dann ihr Problem. Junge, piep das raus! Danke, dass du es rausgefiept. Ja, okay, mal gucken. Jetzt, hallo, was... Ja, nicht mal gucken, raus damit. Ich toleriere sowas nicht. Ich toleriere das Verhalten nicht. Raus damit. Das Verhalten wird nicht toleriert. Raus damit. Ey, ich hab keinen Spitznamen. Junge, Bekirsch, Eumel. Was weiß ich. Als ob ich das Bekirsch nenne. Also jetzt mal echt. Der chillt immer noch an der Grenze von Hozena, Alter. Herkunft erraten. Wie kann man denn so dumm sein wie der Typ? Weißt du, was hast du gesagt? Warte mal, wenn er jetzt das und das sagt. Was war das nochmal? Afrika. Aus welchem Land Afrika? So, ich nenne Labras Wodka. Afrika ist wichtig. Aber mit W, ne? Ja, W natürlich. Weißt du,
Die Sache ist, die ich habe nämlich, am 24. war ich bei einer Geburtstagsfeier von einer Kollegin und die hatten so einen französischen Wodka, so, also der war so geil, direkt gesagt, Alter, wo hast du den her, Digga? Also Edeka kostet... Digga. Edeka kostet aber ein bisschen was, ich so, ist mir so egal, der war so gut. Der ist so gut gewesen, Alter. Französischer Wodka, Alter. Holy shit, war der geil. So, und jetzt gib mir den dreckigen Pokédex. Danke. So, Leute, also hier ist die erste Route und hinter der Route ist ein Laden, wo man Pokébälle kaufen kann. Und wir versuchen gleich, da durchzukommen, ohne von dem ersten Encounter erwischt zu werden, weil ansonsten haben nur 5 Pokébälle zur Verfügung, weil dieses arrogante Stück Scheiße hier, was 30 Pokébälle hat und so 5 abgeben wird. Ist echt so, Mann. Richtig, Nudel. Mann. Geh wieder auf den Strich und tanz. So, okay. Also, nee, Leute. Es wird wieder gestört. Das will ich hier... ganz klar und offen und ehrlich zugeben. Das Pokémon Weiß Projekt von Nintendo war auch gestört, eh? Das ist etwa geklaut oder was? Halt die Fresse! Nee, echt, also wenn irgendjemand kommt, wenn irgendjemand da schreibt, eskaliere ich. Nee, generell auch, weil ich habe ja eine andere Meinung zu dem als die meisten anderen Menschen. Ja, ich finde den korrekt. Ja. Also ich sag jetzt hier nicht was gegen Nintendo, ich sag was gegen die Leute, die in den Kommentaren schreiben. Das hat Nintendo auch schon mal gemacht, ja, das, ist das, geklaut. Genau das ist das Problem. Oder die einen auf heimlich machen so. Hm. Weißt du, woher habe ich das schon mal gehört oder gesehen? Genau. XX. Oder jemand hat einmal, als ich Smaragd Randomizer Nuzlocke hochgeladen habe, ne? Ja. Da hat jemand geschrieben, da hast du dich aber von Mock inspirieren lassen. Alter. Ich so, was hat Mock überhaupt gemacht? Ich guck so, der hat ne... Hard Gold Randomizer gemacht. Oh, dann schreibt jemand bei mir, wo der das schon vor 3 Monaten gestartet hat. 3 Monate später starte ich Smaragd Randomizer. Schreibt der bei mir, jetzt hätte ich immer von Mock inspirieren lassen. Ich denke mir so, Alter! Könnt ihr selber nachlesen, Smaragd Part 1. Gucken. Ist richtig lustig, sie die Scheiße da durchzulesen. So, ich bin beim ersten Grashoppel und ich werde erwischt. Scheiße. Okay, was ist das? Ach du Scheiße! Okay. Blanas! Hä? Weißt du, was die Weiterentwicklung ist? Was denn? Bushi! Echt? Ja! Warte mal, der ist Pflanze, der fickt mich. Oh nein! Warte, nein, das ist nur neutral wegen dem Drachentypen, ne? Ach so, ich bin ja noch Drache, deshalb ist das normal. Ja. Warte, was macht Rauchwolke? Die Genauigkeit senken. So. Oh, dann spamme ich den damit zu. Ja, das ist nicht schlechte Idee. So. Bushi kam weg. Ich nenne den Bushi 2.0, sag ich dir. Fuck, Rasierblatt. Ah, will er nicht krittet? Ah, zieht gar nichts. Zieht super, gar nichts. Super. Ich habe jetzt schon Angst gehabt, Alter. Ich mach einfach 20 mal Rauchwolke. Nee, vor allem ich bin ja so jemand. Er kommt wieder durch. Tommy ist so. Echt nicht so mein Favorite. Und wenn dann irgendeine Missgeburt. Dann schreibt. Das hab ich doch bei der Nintendo gesehen. Dann denk ich mir so. Alter, ich nehm. Oder nein, dann antworten wir mit Nein haben wir nicht. Dann kommt. Aber von Mock? Allein habt ihr das ganz bestimmt nicht gemacht, XD. Halt die Fresse! Das hat Nintendo aber auch gemacht. Fresse, Mann! Echt? Oder am besten. Aus, Alter. Das Pokémon hatte Nintendo auch in seinem letzten. Nee, wenn jemand sowas jemals schreiben würde, ich würde zu dem hinfahren, Alter. Echt, ich würde. Das wäre so geil. Das fände ich mir. So, ich habe jetzt keinen Bock. Ich hab Schiss, ich mach ganze Zeit Blubber. Ich trau, ihr seht, wie wenig das abzieht, aber ich trau mich einfach nicht aktiv. Ich komm beim ersten Büschel durch. Ich mach ganze Zeit jetzt Blubber, ist mir egal. Ja, sehr gut, sehr gut. Der trifft auch gar nichts mehr, der Typ. Sehr gut. Also. Boah, das ist gut. Jetzt komm, bitte. Ich bin durchgekommen! Ja! Echt? Ja! Ja, diesmal ist andersherum. Immer vorher war es immer andersherum. Okay. Ach, der macht auch Härtner die ganze Zeit. Okay. Alter, episch. Okay, ich kaufe jetzt die ganze Zeit Bälle. Ja, Skype klingelt. Ey, hallo, geh ich mal erstmal nicht ran. Ja, ich habe ausgemacht Skype. Nein, ich meine im Spiel. Das ist Visocast und dieses Skype. So. Das ist ja dieses Skype-Fake. So, okay. So, okay, er ist im gelben Bereich. Okay, ich traue mich noch einmal zu machen. Der hat gerade Härtner gemacht, das überlebt er.
Nova ist ja speziell, ne? Ja, oh, ganz, ganz gut. Ganz, ja, ganz gut. Richtig rot. Roter geht's nicht, Alter. Okay. Gleich lila. Also wenn das jetzt nicht klappt, dann kotze ich im Strahl. Weil dann ist das wirklich Betrug. Rein damit, Mann! Eins! Fick dich! Ich hab nur 5 Bälle! Okay, jetzt nur noch 4. Ja, aber komm. Das muss jetzt was werden. Also. Planas, welche? Eins! Nein! Als ob! Ey, es geht wieder los! Aber es ist auch immer nur bei uns so. Die ganze Zeit. Ich könnte. Nein, das Ding ist, es ist immer bei einem von uns. Der andere fängt es, aber wir können es trotzdem nicht nutzen, weil beide es fangen müssen. Ja, das ist echt so. Das ist sautraurig. Alter. Eins. Zwei! Nein! Warte, wie viele Bälle hast du denn noch? Der hat 3 Wackler rausgegangen. Ich hab noch 2, glaube ich. Ja, 2. Ja, musst du werfen. Mach ich auch. Ja. Wehe, da ist das echt was. Ey, das kann doch nicht angehen, ey. Letzter Ball. Oh Mann, ey. Willst du mich verarschen? Okay, warte. Ich leg Headset weg, ich geh weg. Ich trau mich nicht zu kommen. Tschüss. Ja, okay. Bitte, Alter. Come on. Ich weiß nicht, ob das geht. Ich dreh mich jetzt um. Er ist drin! Also drin! Also drin! Also drin! Jawohl! Er ist drin! Okay, ich habe jetzt 16. Warte mal, nee. Er ist drin! Mit den Startbällen, ich habe jetzt 22 Pokebälle. Junge, ich stand hinterm Mikro und hab mich um die Ecke gedreht. Wie so ein Torwart beim Elferschießen, der nicht hingucken will. Und ich hab kein. Hat man gehört, was ich gesagt habe? Nee. Ich hab so gesagt, ich hab keine Ahnung, was passiert. Ich stehe hier einfach in der Ecke. Okay, ich dreh mich jetzt um, Und ich sehe so. Hä? Wo ist der Pokéball? Jetzt ist und das. Und dann steht Problem. Da unten für Planas wurde ein Tag im Pokédex angelegt. Ich denke mir so, ja! Geil. Okay, jetzt muss ich jetzt auch gucken, ne? Wenn das jetzt ein Elektro-Pokémon und Licht. Also ein Elektro. Das ist voll gut, ich habe ein Wasser-Pokémon und ein Pflanzen-Pokémon. Ja, das ist nice. Aber ich muss jetzt auch einen Bushi Encounter 2.0, Alter. Der fangbar ist, ne? So nenne ich den. Ich bin jetzt drin. Wenn es ein Elektro-Pokémon, okay, nice. Ein Kampf-Pokémon oder ein Gesteins-Pokémon ist, dann habe ich keine Chance, Alter. Was ist denn? Was denn? Alter, was ist denn los? Ein Meistergrief! Kenn ich nicht. Dieses Pokémon ist der Tod in Person. Ich hoffe, er hat keine Kampfattacke, weil sonst ist Wodka Game Over. Alter, wenn okay, mein Pokémon heißt Bushi 2.0. Gesang, du musst treffen. Meistergriff. Alter. Er trifft! Ja! Oh Gott! Was geht da ab? Nee, also Meistergriff. Was ist Meistergriff? Mir ist schwindelig, Leute. Ich guck jetzt im Pokédex nach. Ich kenne das vielleicht nicht vom Namen her. Mir ist schwindelig. Mir geht's nicht gut. Wenn ich Meistergriff kriege, ich spritze. Daumen runter. Ich spritze auf den dreckigen PC. Den Satz habt auch schon mal bei jemand bei Nintendo gesagt. Halt die Fresse. 2, 3. Er geht immer bei 3 raus. Das ist nicht mehr normal. Ihr müsst bewusst sein, wie heißt der Meistergriff? Ja, Meister, aber falsch geschrieben. Alles richtig kacke geschrieben. Das ist Betrug. Das ist 100% Betrug. Wodka trifft! Wie schreibt man denn? M-E, also Meister, aber Meister, also nur mit A, nicht mit E-R. Ach so. Meister, ja. Und dann G-R-I-F. Meistergriff, okay. Das ist der Hammer. Das ist eine Maschine im Game, Alter. Jetzt komm zu mir! Ach, der! Oh, okay. Oh mein Gott, bitte, bitte, jetzt mal 1, 2! 3! Ja! 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 Wow! Weltmeister! Das hab ich da mal gefunden. Ich weiß! Das ist geklaut!
Ich schwitze, mir ist so heiß. Wir haben ein zweites Pärchen, Mann. Wir sind jetzt schon weiter als schon 5 Stunden. Sixen, Alter! Boom! Ja! Vor allem, dir ist bewusst, du hast den jetzt safe, ne? Ich hab ihn auch gefangen. Ich hab ihn! Wow! Ernstes The Leben. Fuck! Ey. Alter. Mein Leben ist am Arsch! Junge, wir haben endlich mal zwei Pokémon vor dem ersten Trainer! Wodka und Johnny! Wie nennst du denn Johnny? Ja, weil Johnny Dixon ist der krasseste Battle-Rapper, den es auf der Welt gibt. Oh, Skype. Obwohl, naja, okay. San Diego, auch cool. Alter! Nee. Oh, oh. Und ich muss jetzt noch gegen End kämpfen, ich hab keinen Bock. Ey, Junge. Ich überleg grad wirklich ins Gras zu gehen und da zu trainieren. Ein, zwei Level. Wenigstens Meistergriff. Mach ich auch. Das ist mir zu riskant. Ich will den nicht verlieren. Auf gar keinen Fall. Ja, okay. Ich mach dann weiter, ne? Ja, mach mal. Alter, meine Stimme geht. Sollen wir den Part auch hier beenden, weil der ist schon ziemlich lang. Wie lang? Wir sind jetzt bei fast 28 Minuten. Ich würde sagen, ich gucke mir hier noch hier den. Man muss sich ja tutorialweise noch die ganze Scheiße hier vom Pokémon Center angucken. Es gibt keinen Pokémon-Markt mehr anscheinend. Also ich guck besser. Jetzt, ich gehe jetzt noch mal ins Aber der ist anscheinend im Pokémon Center drin, oder? Der Pokémarkt ist im Poké Center drin, ne? Ja. Ja, okay. Ich hab ein Sepa, okay, das ist Müll. Alter, ich kann nicht mehr, ich bin im Arsch. Echt, das ist der Mann. Alter, wir haben endlich mal. Wir haben wenigstens jetzt. Jeder hat wenigstens zwei Pokémon, die auch was können. Ich hab und von verschiedenen Typen sind. Und wie du abgegangen bist. Das ist kein Legi, ne? Nee, aber. Ah, du Hurensohn. Weltmeister! Ich kann nicht mehr. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Oh Mann. Ja, ich hab ihn Bushi 2.0 genannt. Ja. Weil es ist ja nicht Bushi, weil Bushi war von Anfang an Tangolist. Ja. Ich hätte ihn nicht. Ich hab ihn auch überlegt, ihn Bushi Bro zu nennen, weil es halt der Bruder von Bushi ist, aber nee, das kann ich. Oh mein Gott! Ich kann nicht leben! Was ist hier los, Alter? Nee, also Meistergriff, ich liebe das Ding, ne? Wi-Fi Battles nehme ich das so oft mit. Das Ding ist, das ist so ein Zerstörer, ein Monster auf dem Feld und als ob. Warte, ich mach jetzt noch, was ist hier noch gewesen? Vor allem, wie der einfach am letzten Ball bei mir reingegangen ist. Das war der letzte Ball, ne? Wenn Blanas da rausgegangen wäre. Ich wär ausgerastet, ich hätte die Bude zusammengeschrien. Habe ich zwar eben schon, aber ich wäre... Es war der allerletzte Ball, also... Das ist der Hammer. Okay, ich würde den Part an der Stelle jetzt beenden. Ja, warte, ich bin eingekauft. Ja, okay. Nein! Was nein? Er setzt Geduld ein. Du kannst auch beim. Ja, ich habe eine Idee. Ich setz Kung-Fu-Strahl ein. Das ist das Sicherste. Alter, leck mich am Arsch, ey. Nee, wenn du trainierst, da kann das Pokémon ruhig sterben, das ist dir klar, ne? Nee. Ah nee, wenn wir offscreen trainieren, ich finde, ja. Dann kann das passieren. Aber nicht onscreen, nee. Muss jetzt aufpassen. Ja, ich pass auch auf, ey. Also Leute, wenn wir mal offscreen trainieren, dann sagen wir das erstens. Und dann können wir auch da das Pokémon sterben lassen, das ist euch bewusst, ne? Also, das wäre auch schon irgendwie lame, wenn wir die Regeln beim Trainieren beachten müssen. Also, aber onscreen müssen wir das beachten, ne? Musst du aufpassen. Ja. Oh mein Gott! Ich könnte soweit weitermachen, dann hätte ich wenigstens jetzt mal zwei Pokémon bei N. Bist du sicher? Ja. Ja, warte, ich habe gerade das Meditier gekillt. Ich und kann mal Johnny die Wesen und so mal nachgucken. Geil. Hastiges Wesen. Ist, glaube ich, Init hoch und Verteidigung runter. Oder? Nee, aber die Verteidigung, die war halt ziemlich gut, ne? Also, ist auch egal. Und hier, robustes Wesen hat Blanas. Ja, das ist normal, also neutral. Alter, wie... Ja, okay. Ja, lass uns den Part beenden hier. Echt. Ja, okay. Leute! Droppt einen Like für diese Soul Link, bitte. Ja. Bitte.
Ein Like bitte, wir brauchen Likes, wir kaufen uns in die Trends. Jo Leute, ich hoffe, da war der Part kommt bei mir, ne? Ja, der nächste Part kommt bei dir. Wir können jetzt beide einfach verabschieden. So, ich bin raus. Haut rein. Bis zum nächsten Mal und tschö mit Ö. Double Peace out. Peace. Double Peace in. Tschüss. Wir sind unantastbar, du weißt es. Schade. Denn wir geben Gas. Wir zerstören alle Enemies. Wir haben das Sharingan. Also was, wenn wir kommen, ist ein Untergang. Stay back. Wir schauen durch das Sharingan.